Bond-Girls, Glamour, heiße Posen. Bei der James-Bond-Spectre-Premiere in Berlin war alles vertreten, um den wohl berühmtesten Agenten der Filmgeschichte zu feiern. Doch was beneiden die Stars an 007, wenn er echt wäre? Beneiden? Dass der für die Guten arbeitet, das finde ich schon mal gut. Und dass der Engländer ist und dass die Königin immer sagt, you did it well. Seine Power, seine starke Ausstrahlung, seine Kraft, seine... Wie sportlich er ist, alles. Ehrlich gesagt nichts. Ich habe ein sehr, sehr schönes Leben. Aber ich finde James Bond, ich gucke das sehr gerne. Hat die schönen Drehorte. Der ist doch immer so an wunderschönen Orten, hat immer wunderschöne Frauen um sich. Also als Typ wäre ich schon durchaus neidisch auf Mr. Bond. Ach du, ey, der muss immer stressvoll irgendwie die Welt retten, ständig, von einem Fall zum anderen. Ja, das ist wahrscheinlich eine Riesenaufgabe und eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Und ich glaube, da wäre ich auch der geeignete Typ für. Wenn man mich mal fragt. Was heißt, wenn er echt wäre? Wieso? Da vorne habe ich noch gerade gesehen, James Bond ist nicht echt. Zu mich verarschen. Wer glaubst du, hat dafür gesorgt, dass wir hier alle sicher beisammen sind, damit nicht irgendein Oberschurke übernommen hat? James Bond. Dieser Film ist mehr oder weniger eine Dokumentation seines Handelns und seines Tuns. Das ist realistischer als Berlin Tag und Nacht, damit das schon mal klar ist. Also komm ich nicht mit zu fragen, was würde ich tun, wenn James Bond echt wäre? Er ist echt. Warum bist du hier? Ich bin hier, um dich zu töten. Und was sagt Bond selbst dazu? Wieso ist er der perfekte Spion? Oh, I don't know. Ich weiß nicht, er macht einfach seine Arbeit. Er findet die bösen Jungs und führt sie wieder los. Das macht ihn zum richtig guten Agenten. Oh my gosh, so many reasons. Ach, auch so vielen Gründen. Er ist der fähigste von allen. Er hat den Körper dazu, die Anziehungskraft, den Charme. Aber auch einfach diese Sensibilität, in die wir uns alle so verlieben. Weil er nicht wirklich was rausfinden muss, der weiß ja schon alles. Und deswegen kann er ziemlich elegant und souverän sich den schönen Frauen widmen. Apropos, mit welchem Bond würden die Starladies denn gerne mal rumknutschen? Keine Ahnung. Hör mal, ich bin gerade Mama geworden. Über sowas kann ich mir jetzt nicht äußern. Sean Connery auf jeden Fall. Der Gentleman schlechthin, Pierce Brosnan auch. Allerdings, das sind meine beiden Lieblings 007 und ja, die beiden. Mit gar keinem. Ich war mit zwei Bonds essen schon mal in meinem Leben. Die waren beide sehr cool. Aber rummachen, nee. Nee, bei dem einen war ich verheiratet und bei dem anderen war ich auch verheiratet. Also von daher hätte sich das eh nicht ergeben. Aber sind auch nicht so meine Typen. Nee, die gucke ich mir lieber an. Wie kann ich denn jetzt in die Haut und in den Körper, in die Seele einer Frau reintauchen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Frauen mochten Sean Connery sehr. Ich glaube, die mögen Daniel Craig auch sehr. So, insofern, ich kann das als Mann ein bisschen schwierig beurteilen. Ich bin nicht wirklich homoerotisch. Hab überhaupt nichts dagegen, aber ich bin es selber leider nicht. Deswegen kann ich das nicht wirklich beantworten. Aber hattest du nie einen Crush Bock on Bond Girl? Nein! Falsche du Frage verstanden. Du machst die geilsten Fragen, ey. Voll lustig hier, ist eine Comedy-Show. Was soll ich machen? Nein, welches Bond-Girl du am coolsten fandst? Immer die neue. Immer die nächste. Das ist eine geile Antwort. Sophie macht so, unabhängig davon, dass sie auch ein Bond-Girl war. Weil ich sie schon Laboum immer toll fand. Aber ich glaube, so die komplette Riege der 80er Jahre. Ich glaube, alles, was Roger Moore halt begleitet hat, fand ich schon immer toll. Sean Connery war immer sehr classy, aber so verliebt, weil ich in der Phase war, wo ich Frauen auch toll fand, waren die 80er mit Roger Moore. Ich krieg die Namen nicht hin, aber ich mag die Klassiker. Ich mag die um Sean Connery, die Bond Girls. Da würde ich alle mit allen drehen. Eine Runde. Ja. Ich finde, Monica Bellucci rettet für mich jetzt alles. Dass die dabei ist mit 51, das finde ich echt super. Und das schöne grüne Kleid. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mal eine Hommage an all die Frauen, die nicht mehr 20 sind, dass man auch aufregend sein kann. Ich hoffe, die erschießt nicht zu viele, aber sie sieht toll aus.